So, zum Abschluss, 40 Jahre Star Wars, begrüße ich euch total und recht herzlich in der sogenannten Star Wars Lounge, wo ihr seht, dass die großen Figuren 1:1 mittlerweile hinten im hinteren Bereich, wo die Leute die nicht sehen können, aber vorbereitet werden, die dann jedes Jahr herausgebracht werden, wenn ein neuer Film on air. Ja, es sind noch weit, auch gar nicht mal 150 Tage, dann ist Episode 8 am Start im Kino. Ob wir uns dann alle wiedersehen, weiß ich nicht. Hier das Abschiedsgeschenk sozusagen. Phil hat mich darauf gebracht, hatte ich ja dann auch sofort bestellt. Passt auch für die Kulisse, die jetzt hier aufgebaut wird. Ziemlich klein gehalten, denn wir sammeln ja ab 15 cm, 30 cm und mögen natürlich die größere. Ja. Es kann sein, dass diese Figur nicht lange bleibt. Wie immer, diese Figuren sind an sich bei uns ziemlich begehrt, dass sie ziemlich schnell auch wieder abverkauft werden. Also solange die hier überleben, solange die hier bleiben, mit Stoff, jawohl, richtig, der ist mit Stoff, weil Phil hatte gefragt, hier ist der Stoff, der hat den richtigen Stoff, ist zwar in 45 cm Größe, sieht also auch nicht schlecht aus, viele haben Kylo Ren schon gekauft, Kylo steht bei so manchen an seinem Fernseher her, ne? So, wird halt sich auch gut machen, neben ihm. So, das ist natürlich der Mächtige, ist klar. Das ist immer, ja, also sieht gut aus. Und wenn ich den jetzt in den Schaufenster, also wenn ich Kylo jetzt ins Schaufenster stellen würde, wäre der natürlich sofort wieder weg. Und darum tue ich es nicht, bleibt jetzt hier. Sieht gut aus und ich verabschiede mich aus 40 Jahren Star Wars. Hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, der ganze Mai hat Spaß gemacht. Es hat auch viel Spaß gemacht, wie der Verein hier war, aus Düsseldorf, nein, aus Dortmund. In Düsseldorf ist jetzt jemand anderes, der hat mich auch gerade gegrüßt. Einige Dokons waren, Comic-Cons waren, in Frankfurt, in München, in Köln. Jetzt am 3. 4. Juni ist Dubicon, mehr japanisch das Ganze, da laufen also keine kostümierten Star Wars Fans, sondern es ist mehr japanisch. Die japanische Yin Yang Yang Geschichte läuft da ab, hat also nichts mit uns zu tun. Also wie gesagt, wir sind und bleiben der Star Wars Fan statt Essen Club, ein Club bleiben wir, wo alle mitmachen können. Wir sind eine Art Fernseh Geschichte, wir sind an einer Fernsehsache dran, wir möchten das gerne mehr videotechnisch bearbeiten und würden uns sehr freuen, wenn ihr da auf irgendeine Art mitmachen würdet, in Kostümen wie Stormtrooper, Clone Trooper oder Darth Vader, Kylo Ren. Bedenkt, Kylo Ren wird in E8, E9 keinen Helm mehr tragen, dafür aber eine andere Kluft, eine stabilere Kluft mit Umhang, also er kommt da schon ein bisschen diabolischer rüber, aber halt ohne Helm, aber mit Narbe. Vielleicht wird er ja noch demonstrativer, wer weiß. Ne? Mogus, ihr kennt Mogus noch aus dem Universal Star Wars. Mogus, das war so ähnlich wie Darth Vader, nur ohne Helm, sondern nur mit dem Atemschutz und diese Diabolik, wie viele schon meinen und auch so mit Recht haben werden. Wird es wohl nicht mit Disney vereinbar sein, dass die Legends düster bringen werden. Na, Freemaker, sage ich nur, Lego, da ist man ja auch immer ziemlich spaßig unterwegs. Also, ich begrüße euch total und recht herzlich. Ich bedanke mich total und recht herzlich und ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit und vielleicht erleben wir uns, vielleicht darf man ja mitmachen. Würde mich natürlich wirklich freuen, wenn ihr mitmachen würdet, hier im Club, im Star Wars Club der Stadt Essen. Deswegen werden alle Essener mal aufgerufen, aber die sind halt nicht so unterwegs wie die Dortmunder sind spitze und diverse andere in München sowieso und da gibt es auch die meisten in Köln auch über 5.800, 501er, also richtig tolle 5.800 an der Zahl, das ist schon eine
Größenordnung. Hier ist ja, wie gesagt, ein Club, da darf jeder mitmachen, ob er ein Verein ist, eine Einzelperson, Austausch und so weiter. Und wie gesagt, ihr seid total recht herzlich jederzeit willkommen. Im Juni sogar samstags, haben wir ja schon mal gemacht, dass wir hier samstags unheimlich viel Spaß hatten. Da haben wir uns auch alle so langsam ein bisschen kennengelernt. Also jeder kann hier vorbeikommen, ist herzlich eingeladen, hier zu verweilen, auch samstags. So, jetzt mache ich Schluss, hab Finish, bedanke mich auf diesem Wege. Es ist vorbei jetzt erstmal mit Star Wars und ja, die Ware kann zwar gekauft werden, aber ich bin froh, wenn die als Dekoration einfach hier verweilt. Ihr könnt sie euch anschauen und dann könnt ihr sie ja euch bestellen und wenn es die dann nicht mehr geben sollte, kann man immer noch mal darüber sprechen, die hier vielleicht zu kaufen. Aber muss nicht sein. Also ich gebe sie sehr, sehr ungern ab, die ganzen Star Wars Sachen. Also dann, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Vollkommen richtig beobachtet. Wir haben Spaß. Natürlich haben wir Spaß, weil uns das Spaß macht. Auch wenn das eine Firma ist. So, der Star Wars Fan Stadt Essen Club ist die Stadt Essen. Und hier sollen auch ganz viele Star Wars Fans sein. Aber so eine Basis hat weder ein Verein, weder ein Club. Nee, hat er nicht. Clubs und Vereine sind für sich und müssen sich auch immer zusammensetzen, irgendwo eine Location mieten, um sich dann irgendwie zusammenzusetzen, um irgendwas zu machen. Hier, meine lieben Freunde, hier ist die Base. Hier kommt ihr rein, hier seid ihr da, hier seid ihr herzlich willkommen. Als Cosplayer, als Figurensammler, auch einfach nur als Fan, auch nur als Besucher. Einfach nur kicken, kacken, gucken. Mann, hier dürft ihr das noch. Ja, das hier ist immer noch die alte, waschechte Tante Emma, die natürlich auch ein bisschen um Überleben kämpft, so richtig klappt es ja noch. Ja, also wie gesagt, wenn die Emma, Tante Emma sterben, wenn diese kleinen Läden, diese Basen nicht mehr gibt, nur noch online und jeder für sich in seinem Selfie, elektronischen, was weiß ich, dann seid ihr natürlich fast schon bei Star Wars oder Universe angekommen, weil da geht es ja zu, ne, Kredits und was weiß ich, ja, da laufen ja auch alle in Lumpen rum. Wenn ihr mal genau hinschaut, das, was bei Star Wars getragen wird, ist fast Lumpen, ne? Könnte man so sagen, was die da so anhaben. Gut, Episode 8, meine lieben Freunde, da geht es richtig zur Sache. Bei Episode 8 sind die alle fein angezogen, alles fein. Und da kommt auch noch ein epischer, erstklassiger Trailer. Lasst euch mal überraschen von einer, ne, Dame, wirklich, die läuft daher, kommt... War angekündigt, war auch gedreht worden, wann der auf den Markt kommt, wann er gezeigt wird, vielleicht in der Sommerpause, vielleicht auch direkt danach, September, Oktober, wer weiß. Irgendwann wird Disney das sicherlich raushauen als Teaser, Taser. Das, ne, da kommt noch was. Ja, also, wir haben jetzt 40 Jahre Star Wars gefeiert. Der ganze Monat hieß bei Walt Disney Star Wars Monat, überwiegend Lego. Ich habe sehr viele Eltern jetzt hier gehabt, die das gar nicht so lustig fanden, weil die Knirpse ab 2-4 Jahre diese lustigen Wesen mögen. R2-D2, eine Mutter hat sogar den E, ne? Wie hieß der? E-Book oder irgendwie? Keine Ahnung, wie hieß denn der? Ja, Eva ist ein komischer Roboter da mit den beiden großen Augen. Den hat sie dann zu R2-D2 gemacht, weil der Kleine 4 Jahre gar nicht wusste, was R2-D2 ist. Ja, ihr merkt schon, bin wieder sowas von euphorisch, ist klar. Ja, so ein Club macht Spaß, wie gesagt, jeder kann in dem Club mitmachen und kann in diesem Club wachsen, seine eigenen Sachen vorstellen, seine eigenen Sachen machen, Rollenspiele spielen, Rollenspieler sind hier herzlich willkommen, hier in diesem Club ist alles willkommen, Filmfiguren und Theater, sagt das Wort schon, wir sind eine riesengroße Gemeinschaft, gut, wir sind Firmenangehörige, wir sind also Firmen, Chefs etc., jeder hat seine eigene Firma, ob nun so ein Verein ist ja auch so eine Art Firma, ne? Ein eingetragener Verein, wollen sich auch vermarkten, die kann man mieten und alles, hier kann man auch alles mieten, hier kriegt ihr sogar, jedes Clubmitglied kriegt hier sogar 10, sogar wenn es sein muss, 25% auf irgendeinen Artikel, der vertretbar ist, 10% auf jeden Fall auf alles, auf Foto, Film,
Herstellung, egal, Benutzung, alles 10%, ist klar. Hier wird auch geholfen, jedem Clubmitglied wird geholfen bei Ausführungen, bei der Darstellung seines Kostüms und so weiter. Wir bemühen uns auch hier in diesem Club, dass eine Art Clubgemeinschaft entsteht mit den Vereinen, mit den anderen Clubs, mit den Zivilen, die das nur für sich machen. Wir versuchen es jedenfalls. Jeder soll hier auf seine Kosten kommen, vor allen Dingen Hilfe, vor allen Dingen Spaß. Wer keine Angst hat, vor einer laufenden Kamera zu agieren, ist herzlich willkommen. Jeder ist herzlich willkommen, der eine Clubgemeinschaft versteht, der also auch in einem Gebinde von Leuten in ein Kino geht, in Kostüm so richtig darstellt, so richtig ja, spielt, ist, das nachahmt. Nicht nur Kulissen baut, sondern die Kulissen auch zur Verfügung stellt und all solche Sachen. Ja, mieten, kaufen, alles ist hier möglich. Vor allen Dingen kriegt ihr hier Unterstützung. Nicht nur die ganzen Figuren, die hier angeboten werden, die ganzen Cosplayer, ihr habt die Sendung gesehen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal hier in die Sommerpause. Es ist sehr, sehr, sehr ruhig da draußen. Bei einigen, da gewittert es, da ist, das, ist die Witterung nicht gerade so gut. Hier ist kochende Wärme. Ihr hört jetzt auch mal kein Zirpen richtig, ich habe den Ventiliti noch nicht an. Letztens habt ihr ein mächtiges Brummen gehört. Bei dieser Hitze kann es schon mal sein, dass die Elektronik, die ja sehr heiß wird hier, schon mal anfängt, der Transformator da irgendwie etwas lauter zu sein. Das stört natürlich bei Filmarbeiten. Deswegen heute Morgen direkt vor die Kamera gesprungen, die Euphorie euch gezeigt. Euch einen tollen Start in die Woche gewünscht, in den Tag. Ich trinke mir auch einen leckeren Kaffee. Ich bedanke mich nochmal total und recht herzlich, dass der Verein da war. Der Dortmunder Verein war da, fand ich sehr nett, dass sie mal vorbeigeschaut haben. Natürlich haben die sofort Werbung. Habe ich gesagt, komm, die Werbung läuft, machen wir. Vielleicht sehen wir uns alle dann auf der DOKON im August, wenn dieser Verein seine eigene DOKON da macht. Die haben natürlich sehr viele Ideen gehabt, die ich mir angehört. Ich war auch euphorisch, wollte Vereinsmitglied werden, aber hier ist der Club Stadt Essen und da ist der Verein Dortmund. Das sind zwei Städte, da sind ja auch ganz andere Größen. Die haben ja auch guten Fußball, die haben ja auch wieder mal einen Pokalmeister und all solche Sachen. Ja, was soll ich denn erzählen? Also alle, die die Sachen gemocht haben und die dann auf mich zukamen, kannst du nicht mal Werbung für mich machen? Noch einmal, ich kann keine Werbung für jemanden machen, den ich nicht kenne. Na, das geht nicht. Morgen, Grüße. Im Spielzeugbereich. Ja, im Spielzeugbereich, wenn man, ist Spielzeug. Man, also wie Kenner, das sich damals 1977 auch in dieser Größe die Figuren dann hat patentieren lassen, also die Lizenzrechte sich hat geben lassen, Kenner, die Firma Kenner. Nur die Firma Kenner hat es leider nicht geschafft, diese Figuren zu dem Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. Da fällt mir ein, habe ich ja da, einen Blick. Die sogenannte Schummelpackung, denn 40 Jahre Star Wars haben wir ja jetzt gefeiert und die Firma Kenner damals, die Firma Kenner, hat dieses dann 2017, zum 25.05., also zum Filmtag an sich auf den Markt geworfen. Alle Figuren sind noch nicht zu haben, die ja schon haben, sollen sich daran erfreuen. Die sind 15 cm groß. Ja. Damals, 1977, hat sie sich Kenner die Ware sozusagen patentieren oder lizenzieren. Also sie hatten die offizielle Lizenz, diese Figuren auf den Markt zu werfen. In 32 Kinos lief Star Wars. In 32 Kino war richtig was los. In Los Angeles, wo jedes Jahr gefeiert, wie auch dieses Jahr der Film gefeiert wurde, war natürlich richtig was los. Und die Analyse stellte fest, also man hatte dieses für $7,95, konnte man das kaufen. Dann hatte man diese Base, man konnte sie aufstellen. Man hatte also diese Base und somit konnte man, da war eine Karte bei, die konnte man einlösen, somit kam man dann auch an die anderen Figuren ran. Somit hatte die sogenannte Statistik herausgefunden, dass jedes amerikanische Kind zu dem Zeitpunkt mindestens 12 Figuren gehabt hat. Also 1977
hatte rein statistisch, bedingt durch dieses Case, jedes Kind 12 Star Wars Figuren zu Hause, amerikanische Kinder. 1979, so langsam kam es Richtung Deutschland, auch diese großen Figuren, die heute halt von Hasbro und Disney auf den Weg gebracht wurden. So richtig eruieren, so richtig nachvollziehen konnte ich jetzt halt noch nicht. In Orlando im Mai, ob Kenner wieder auf dem Markt ist und, oder nur so eine Art Nostalgiegeschichte hier macht, weil dieses Produkt ist wirklich von Kenner, nur von Kenner. So wie es damals war, ist so eine Art Schummelverpackung, weil hier hinten steht ja schon drauf Disney und Hasbro, weil die Firma Kenner gibt es gar nicht mehr, die gehört jetzt zu Hasbro. So, Hasbro hat den Zahn der Zeit damals auch erkannt und macht natürlich alles. So, der Chef ruft, weil wir sind ja auch nicht nur ein Club, Vereine und so weiter, wir sind ja auch Fachfirma und da muss ich jetzt mal eben wieder ran. Bekanntlich weiß ja jeder Bescheid, dass wir ein bisschen mehr machen wie nur Star Wars, Cosplay. Wir machen halt ein bisschen mehr, wir unterstützen ja auch, wir unterstützen Vereine, so wie jetzt den Dortmunder, ja, mal sehen, was im August da so abgeht, ja, im August machen die ja ihre eigene Con. Wir als Club, Vereine, Mitglieder, alle sind ja hier in diesem Club involviert, den gibt es ja schon seit 2010 und jeder kann da unverbindlich mitmachen. Wir diskutieren nicht nur über diese Figuren, wir diskutieren auch mit Künstlern aus allen Sparten, die sich darauf involviert haben, die da Spaß haben, mit diesem hier irgendwas zu machen, mit diesem sogenannten Klassikerpaket auf die alte Zeit von 1977 zurückzuspringen. Dann auch, wenn jemand so hier reinkommt, wie letztens, so ein bisschen euphorisch waren und dann auch diese Figuren gekauft haben. Meine lieben Freunde, kauft nicht immer alle blind bei Amazon. Das ist halt so. Ihr kriegt hin und wieder da Schrott geliefert. Und ihr werdet dann sehr traurig darüber, wenn ihr mit so einem Schrott dann umgehen. Also in einem Fachgeschäft, wie wir es euch anbieten, wo ihr die Figuren anschauen könnt, wo auch die Clubmitglieder natürlich ihre Prozente darauf erhalten. Die kriegen die Figuren, also Clubmitglieder, hier Star Wars Mitglieder und Vereine und so weiter, kriegen ja eh alles günstiger bei uns. Und die kaufen das dann hier prozentual günstiger ein. Und wie gesagt, das ist auch eine Funbase, sag das Wort, Spaß haben. Es geht hier um Spaß, Spaß zu vermitteln, mit Spaß an die Sache heranzugehen. Wir suchen weiterhin immer noch Künstler aus allen Sparten, die uns helfen bei den, die Sendung habt ihr ja gesehen, bei den Figuren. Demnächst wird da auch ein Stormtrooper stehen und die Rey wird auch 1:1 da stehen. Wir arbeiten natürlich dran an die erste Ordnung, aber die erste Ordnung hat man uns jetzt so zwischen 6.000 und 8.000 Euro angeboten. Eine vollwertige erste Ordnung Figur 1:1, also Kluft, nicht eine Stand-Up-Figur von Sideshow oder so. Nein, nein, eine richtige Kostüm, also ein echtes Kostüm der ersten Ordnung zwischen 6.000 und 8.000 Dollar. Ist natürlich ein bisschen heftig, zumal wir die ja mehr ausstellen, zur Verfügung stellen, auch anziehen vor laufender Kamera und damit natürlich unsere Sachen machen, geht das natürlich dann nicht so einfach, das versteht sich. Und mal schauen, wie gesagt, aus dieser sogenannten Star Wars Lounge soll ja demnächst für Weihnachten ab September bis Dezember, wenn E8 anläuft, ja so eine Art Fotogeschichte werden, Fotofilmgeschichte, wo die Leute dann abgelichtet werden, daraus Grußkarten oder T-Shirt-Druck machen, dass die Leute dann ihre eigenen Sachen verschenken, weil Star Wars kann man ja auch verschenken an Freunde. Wir haben viele Kunden hier, die überhaupt keinen Plan von Star Wars haben, die noch nicht mal wissen, was das ist, aber etwas suchen, um einem Freund, Bekannten oder Begeisterten etwas zukommen zu lassen. Das ist ja hier die Basis, wo man hier die Geschenke einkaufen kann. Ob man nun Geschenke einkaufen kann von Rupert Schneider, der halt auch
spezielle Sachen macht, die man hier kaufen könnte und dann jemand verschenken als Unikat, weil Rupert Schneider macht Unikat-Bilder, ist auch ein Fan-Maler, ein Fan-Artist und können wir dann auch. Also wir empfehlen Vereine, wir empfehlen den Dortmunder Verein, eine Top-Truppe, wir empfehlen den Rupert Schneider als wirklich guten Art-Künstler, der wirklich gute Sachen auf den Weg bringt. Ob demnächst noch andere dazukommen, wissen wir nicht. Es sind so viele hier, die man alle gar nicht so nennen kann, weil sind auf eine Art auch viele Kunden, die sich nicht outen, die halt so einkaufen, wie auch ich ein Kunde bin bei Rewe, Aldi und wie die alle heißen, da bin ich auch nur Kunde, da oute ich mich auch nicht, dass ich da deswegen reingehe, weil mir da irgendwas gefällt, sondern ich gehe da rein, hole das und gehe wieder. Und so ist das hier genauso, die kommen hier rein, denen gefällt etwas, vorhin wurden Bücher gekauft, ja, diesmal war es Enterprise und ein anderes Comicbuch, ja, es wurde gekauft und ja, wurde nicht geoutet, wieso, weshalb, warum, ja, wurde gekauft und gut ist, ja, und sowas ungefähr genauso. Ja, alle Clubmitglieder und alle, die uns unterstützen, kriegen alles natürlich günstiger. Sie wissen, wie viel Prozent sie darauf bekommen. Es lohnt sich schon, hier hin und wieder mal vorbeizukommen, irgendwas mitzunehmen. Ihr bekommt da eure Prozente. Ich freue mich also noch einmal. Ich schließe jetzt rund ab. Das ist mein letzter Clip im Mai. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass der Club da war. Ich bedanke mich für die Einzelpersonen, die da waren in Kostüm. Die waren in Kostüm da, alle anderen waren auch im Kostüm da. Könnte ich mal hier vorne eben einblenden, die da schon mal waren. Und da hinten kann ich sie nochmal laufen lassen. Als Abschluss, ihr seid alle total recht herzlich willkommen hier in der Stadt Essen. Grüne Lunge, ich habe gestern noch mit München mich unterhalten, mit dem, wer heißt er denn jetzt? Von Stefan Karl Weinsbach, genau. Stefan Karl Weinsbach zu Gast war, ja, auch mal hingucken, Klaus Alte Teigeler. Klaus Alte Teigeler war hier auch zu Gast in voller Montur. Er hat auch vor laufender Kamera gesessen und hat auch mit philosophiert. Wir lieben Film, wir lieben Star Wars, wir mögen es, wir machen da mit und wir springen auch ins Kostüm. So, die Kostüm-Convention laufen ja überall oder liefen überall. Frankfurt, München, Köln, Stuttgart war auch. Und in Orlando war da die Comic-Con. Also Comic-Cons laufen, Kostüm-Cons laufen, Rollenspiel-Cons laufen oder liefen. Und mal schauen, was im Juni auf uns da so zukommt. Und jetzt habt ihr sicherlich dieses Zirp Geräusch gehört. Mittlerweile ist der Quirl an, weil es verdammt warm wieder geworden. Ich bedanke mich wirklich, dass ihr eingeschaltet, zugeschaltet, dass ihr persönlich anwesend wart, auch eure Eindrücke, auch eure Ideen kundgetan. Aber wie gesagt, Werbung wildfremd können wir nicht. Wir können jetzt hier keinen Wildfremden für ihn Werbung machen, den wir nicht kennen, nie kennengelernt haben, nie miteinander korrespondiert. Geht nicht. Wir machen hier für Star Wars Werbung, weil wir 30 Jahre involviert waren im Spielwarenbereich. Dieses Gebäude besteht seit 60 Jahren, Schreibwaren und Spielwaren. So, und jetzt halt auch die Medien dazu. Das war's. Bedankt. Recht herzlich. Ja, mal schauen, was Juni, Juli, August bringt. Also August nicht vergessen. Dokon. Ne? Die Dokon. Nicht vergessen. Also, macht's gut. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja. Das ist Kylo Ren. Kylo Ren. So, dann nutze ich heute mal die Zeit. Der Mai geht zu Ende. Wir haben nur noch 2 Tage, ist der Mai vorbei. Wir haben Conventions, wir haben die Cons. Schau ich mir auch gleich wieder in Ruhe an bei YouTube. Ja, wir haben unseren eigenen YouTube-Kanal, da seid ihr ja gerade drauf hier. Ich habe hier den Finn. Ja. Den werde ich jetzt hier mal seine Bomben hier reinpacken. Ne? Er hat ja genug Bomben dabei. Ja, mir gefällt der Finn so als Cosplay auch, muss ich einfach mal sagen.
weil diese Cosplay-Jacke kann man ja kaufen. Somit kann man die auch tragen. Und ja, das ist halt eine Cosplay-Geschichte, wo man selbst täglich mit umgehen könnte. Man könnte also selbst so rumlaufen, diese Tuchhose, diese Armee-Tuchhose mit diesen zusätzlichen Taschen hat man ja und kann man ja kaufen und dann, wie gesagt, die Jacke dazu, ein gutes Sweatshirt, ein richtig gutes Sweatshirt, so wie das jetzt hier als T-Shirt, kann man dann, ne? Wie gesagt, gibt ja noch einen Arm, einen extra Arm mit Batterie, damit ihr wisst ja, war ein bisschen Demolage angekommen, deswegen kommt man ja auch ziemlich schnell hier ran. Da sind die Batterien drin hier vorne. Also hier ist dieser elektronische Arm. Man könnte jetzt den Finn diesen elektronischen Arm geben, Batterien rein und dann würde auch sicherlich hier irgendwie Licht angehen. Ja, habe ich ja noch nicht getestet, aber ne, er hat genug Bämmchen. Ne. Er hantierte ja bei 7 ja ein bisschen lasch damit um, wie Han Solo sagt, hör mal, ich würde mal ein bisschen aufpassen, weil, ne, mal gucken, ob ich die Tasche aufbekomme. Ne, kriege ich nicht auf, muss mal gucken. Tasche geht nicht auf, muss ich mal gucken, wie vorsichtig ich jetzt hier die Bomben da rein bekomme. Ja, hier mache ich seitlich auf, gehe ich seitlich rein und tue dann hier diese sogenannten Granaten. Teil 7 kennt ihr ja, wie alles dann da hoch gemacht wurde. Sind ziemlich glitschig. Und die tue ich jetzt hier alle rein. So. Dann sieht das irgendwie besser aus, wenn die da so da drin sind. Und nachher mache ich das dann wieder richtig zu. Ja, also Cosplay als Finn. Ich weiß gar nicht, rennt einer als Finn rum bei euch? Ist irgendeiner Finn? Ne? Überwiegend Kylo, ne? Ja, Kylo. Oder irgendwelche andere, die ich noch nie kennengelernt habe, laufen dann da rum. Überwiegend im Darth-Bereich, Imperial-Bereich, Imperialisten, imperialistische Angestellte oder halt auf dem Todesstern Arbeitende, in deren Kluft laufen ja viele rum und vor allen Dingen Stormtrooper, sehr viele Stormtrooper. So, machen wir die Tasche wieder richtig zu, damit das auch ordentlich aussieht. Ne? So, müssen wir richtig zumachen. Ist manchmal nicht so einfach. Ja, jetzt habe ich mir wieder was gegönnt, was ich mir hätte nicht gönnen sollen. Bin ich so, Fummel dabei. Ich sagte so eben, die kullern, jawohl, die kullern und den hebe ich jetzt auf. Den packe ich jetzt wieder rein, aber dann sieht die Tasche wenigstens besser aus. Ne? Jetzt sind die Bomben drin, ich weiß, sollte man nicht damit rumspielen, ne? Weil es sind ja Bomben, ne? Ja. So, ne? Aber dann sieht das schöner aus. Und der Finn sieht nachher besser aus in der Vitrine. So, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen für euch. Ein bisschen geplaudert, war die sogenannte Plauderstunde wieder. Ja, macht's gut. Mal schauen, wann wir uns wieder erleben. Mal schauen, wann wieder Star Wars in aller Munde, schätzungsweise, wenn E8 auf dem Weg ist. Und das ist ja im Dezember. Also dann, macht's gut. Der Mai verabschiedet sich ein bisschen launisch im Wetter. So, ihr wisst ja, dass ich ja meine Sideshow-Figuren bzw. Hot Toys-Figuren bekommen habe. Das war ja nun mal die erste Ordnung. Und ihr wisst, dass ich da ein bisschen unzufrieden war, weil die Figuren waren irgendwie im Gebrauch. Somit waren da so leichte Schäden zu sehen, die jetzt aber total bereinigt wurden. Und ihr das jetzt so miterlebt, dass diese Figur, ja, also ist alles in Ordnung, Gummi, ist alles wunderbar wieder. Ja,
macht Spaß, diese Figur in deren Hand, in den Händen zu halten, damit diese zu bewegen. Also ist schon eine schöne Geschichte. So, ihr habt, wie gesagt, wurde repariert. Jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. War eine Fummelarbeit, wollte ich jetzt hier filmtechnisch nicht zeigen. Aber hier waren gerade so viele Kunden, da habe ich mir die Zeit genommen, es zu reparieren. Ja, ist alles wieder in Ordnung. War Fummelarbeit, da reinzukommen. Man musste so, aber man hat ja genügend Werkzeug da. Ja, jetzt wollen wir den hier mal wieder richtig machen, damit es also auch richtig aussieht. Irgendwie. Ja, okay. Ein bisschen Schaden genommen. Aber naja, versuchen wir mal unser Allerbestes hier, den da dran zu bekommen. Wie gesagt, hin und wieder sind die Figuren auch. Chewbacca hat ja einen Verband. Chewbacca hat einen Verband, den man dann auch da irgendwie. Aber jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es so aus, wie man es haben wollte. Jetzt macht es Sinn, jetzt macht es Spaß. Yep. So, jetzt kann er da, ne? Jetzt ist er auch richtig und man kann da richtig mitarbeiten, beziehungsweise man kann da richtig ausstellen. Dann sieht die Figur auch richtig gut aus. Ja, kann also, so kam er ja, ne, auf einen zu, die neue Ordnung, ne, ist wunderbar, also wunderbar verarbeitet, ist Hot Toys. Ne. Hi, grüß dich. Da müsst ihr noch ein paar Sekunden warten, genau. Ja. Filmfotobearbeitung, das bieten wir an für alle Cosplayer. Gerade war wieder eine Fotosession, deswegen musste ich unterbrechen. Wie gesagt, Filmfoto. Theater, Hobby, seit 2010 gibt es diesen Club hier, wie gesagt, leider in der Stadt Essen. Ich habe mich sowas von gefreut, dass die Dortmunder da waren, eine tolle Truppe. Wir hatten einen tollen Samstag gehabt, wir haben viele Fotos gemacht, die ich halt dem Verein zur Verfügung gestellt, auch Video und auch Spots. Ob sie es nutzen, ist jetzt ihre Sache, war kostenlos diesmal, war ja 40 Jahre Star Wars. In 50 Jahren, beziehungsweise in 10 Jahren, 2027, im Film sagt sich 2025. 1975 fing alles so an mit dieser Filmgeschichte und deswegen kam ich dann auf 2025. Aber gemeint ist 2027. Die Idee bleibt bestehen. Ich werde auch mit vielen Firmen mich unterhalten. Ich werde dann versuchen, weil einfach ist es nicht. Man sah ja jetzt auch beim Club, man war für kurze Zeit Clubmitglied, dann kam der Finanzobermogul, Steuerberater, nee, das geht nicht, du bist eine Firma, ey, das gibt Ärger, du kannst da nicht, und als Privatmann bringt das nichts, als Privatmann hast du nichts, weil da machst du ja nichts, als Privat mache ich nichts, außer privat sein, und da ich ja nun mal hier diese Firma vertrete, diese beiden großen Firmen vertrete, liegt es natürlich fern, dass ich da also nur firmentechnisch auflaufen kann. Ich kann also auch nur firmentechnisch, also firmentechnisch, kann ich auch nur andere Firmen anschreiben, mit denen korrespondieren, mit denen kollabieren, mit denen sich zusammensetzen, um daraus vielleicht eine tolle Geschichte zu machen. Eingeladen bleibt alles, Filme, Filmclubs, Theaterclubs, Kostümclubs, Cosplayer, Einzelcosplayer und so weiter. Problem, wie gesagt, Stadt Essen, hier muss ich halt einiges noch bewegen. Hier bewegt sich halt noch nicht allzu viel, wie wir hier die Convention gemacht. 2013 waren ja gerade mal 30.000 da. 30.000 ist nicht viel, fällt in den Ruhmeshallen der Gruga-Halle nicht auf und vor dem Platz auch nicht. Es waren auch nicht allzu viele Kostümträger da. Wie 2015 E7 erschien, die Macht erwacht, war nur ein einziger Cosplayer zu sehen, einer in einem sogenannten T-Shirt mit einem sehr guten Saber, das war es dann auch schon, ist halt ein bisschen, deswegen rede ich mir auch den Mund öffentlich in laufender Kamera hier wund,
dass da vielleicht irgendwelche Leute diese Videoclips sehen und sagen, hey, da gehe ich hin, den kenne ich und so weiter. Ja, mehr geht halt auch nicht. Mehr können wir auch nicht anbieten. Ich kann auch nicht mehr anbieten, wie angeboten wird für die ganzen Filmfreunde, für die ganzen Cosplay-Freunde, für die Kostümfreunde, Hobbyisten, Fans. Ja, also vor ganz viel. Extra 2027, weil das dauert. Also so einfach ist es nicht, was ihr da jeden Tag seht, was ihr jeden Tag hört, das ist eine riesen Seifenblase im Internet. Hat also nichts mit der Wahrheit zu tun. Die Wahrheit ist in Wirklichkeit rückläufig und ist halt nicht mehr so, wie es mal war. Also wenn E8 und E9 und Han Solo uns wirklich fesselt, so richtig reißt, oder reißt, aus den Stühlen reißt, ihr versteht, was ich meine, so richtig, boah, dann könnte es sein, dass alles mal wieder sonst enden wir wie Star Trek. Star Trek ist 1979 auch. Ja? Star Trek hat zwar jetzt 2016 50 Jahre gefeiert, aber so außer Shatner ist da nichts zurückgeblieben. Also so eine Fangemeinde bei Star Trek ist nicht. Man hat jetzt auch bei den Rollenspielen gesehen, in Köln, in Frankfurt, Grüße, hallo. Faxe? Das war die Plauderstunde. Jawohl, das war sie, die Plauderstunde. Also ich freue mich, wenn ihr euch wieder sehen lasst. Ich freue mich, wenn wir plaudern, wenn es losgeht. Jetzt ist erstmal Pause, Sommerpause. Wie gesagt, hier verschwindet alles. Der Videoclip wird halt noch ein bisschen verändert. Lasst euch überraschen. Also wenn man sich verabschiedet, dann halt noch ein bisschen mit Figuren. Wie gesagt, kommt gleich und es freute mich wirklich, dass ihr da wart. Wirklich, es war eine riesen Erfahrung und lasst euch überraschen. Also ich gebe mir jetzt persönlich 10 Jahre Zeit, 2027, 50 Jahre Star Wars, da soll irgendwas. Also würde mich freuen, wenn Vereine sich melden, Einzelspieler, Rollenspieler, Kostümträger. Das wird, ist nicht umsonst oder so, das wird, ich muss nur die Preise wissen. Und dann machen wir hier irgendwas zu. Ich bin ja gerade unterbrochen worden, also 2016 da Grugerhalle 30.000, ne, 16 war es nicht, 15, 14 war es, 13, 2013, Entschuldigung. Ich komme schon total durcheinander, wenn man nur noch Star Wars macht. Also da waren nur 30 und nachher, und in London 2016, da war über 100, war ausverkauft, über 100.000. War die schönste Convention aller Zeiten, muss ich einfach mal so sagen. Orlando danach, 2017, also dieses Jahr, ging so. Waren zwar auch gezählte 70.000 Anwesende, aber London mit Rogue One, mit dem Nachhall von E7, mit den neuen Darstellern, das Ganze, das war, wow. Ja, und dann ne, Star Wars Show, die da geboren wurde, die jetzt auch aus Orlando zeigt, überwiegend Rebels. Rebels geht ja jetzt auch so langsam zu Neige. Es kommen ja demnächst neue, warten wir ab. Vermutlich ab August kommen ja die neuen Serien bei YouTube. Nur Frauen, starke Star Wars Frauen, Prinzessinnen und also Leia ist auch dabei. Und diverse andere Frauen, starke Frauen aus der Rebellgeschichte, aus den Filmen, in einer sogenannten Zeichentrick, glaube 15 Minuten nur. Hatten die davor. Die Rebels auf den Weg gebracht haben, könnten sich jetzt mit Legend, ehemalig Universum, anfreuen, haben sie gesagt. Also es kommt eine Menge, also das muss man überraschen. Natürlich hätten wir Eingefleischten gerne das Imperium nicht, aber das Universum 40.000 Jahre davor. Ne? Die Old Republic, also da hätten wir schon gerne diese Figuren, das Old Republic in der Legacy so richtig nach vorne kommt, die ganzen Marion, ach, alle Figuren, die da im Universum tätig waren, auch den Starkiller, ja, und ach, alle Nilius, God of Hunger, ach, wie sie alle geheißen haben, wie alles angefangen, wie die ersten Außerirdischen sozusagen, wie die ersten Kriege anfingen und dann sich weiterentwickelte das Ganze. Also das könnte schon mal nicht. Vielleicht machen ja irgendwelche Fans solche Filme, Fanfilme.
Aber wie gesagt, liebe Freunde, Fanfilme kosten sehr viel Geld, sehr viel Zeit. Können wir nicht mal eben machen. Wir können nicht mal eben vorbeikommen. Ey, lass uns mal eben Film drehen. Ja, also ohne Anweisung, ohne Regie, ohne Dramaturgie, ohne Wissen, was überhaupt soll da ablaufen. Wo sollen die Kameras positioniert sein? Ja, das sind alles Bewegungen, das sind Abläufe, die sitzen müssen, um nachher einen tollen Film daraus zu machen. Also überstrapaziert uns nicht, das wäre nett, also nur faire, echte, die wirklich Lust und Laune haben und nicht vorbeikommen, um hier irgendwie, was weiß ich, ein da zu erzählen. Bei mir darf jeder vorbeikommen, ihr seid alle total recht herzlich eingeladen. Willkommen jetzt zur Star Wars Plauderstunde über Star Wars allgemein, über die Cosplayer, über die Rollenspieler und alle. Aber bedenkt, wenn ihr wirklich was vorhabt, wenn ihr richtig was möchtet, dann müssen wir dann auch richtig arbeiten, auch richtig Geld investieren und so weiter. Alle Clubmitglieder, also die sich hier in diesen Club einschreiben, zu diesem Club gehören, bekommen natürlich prozentual alles günstiger, ist klar, auch die Arbeit. Und das Material und wie gesagt auch Figuren und auch Kostüme. Waschechte Clubmitglieder mit Adresse etc. pp. Kriegen die Sachen auch bestellt, dass sie damit arbeiten können. Zum Beispiel. Also kommt einfach vorbei, ihr wisst, wo wir sind und den Rest erkläre ich nachher in der kleinen Mini-Kulisse, die wir uns ausgedacht haben zum Abschied 40 Jahre Star Wars. Wir verabschieden den Mai und wir hoffen, dass wir uns irgendwie auf irgendeine Art wiedererleben und auch wiederfinden und auch wiedersehen. Denkt dran, 2027, 50 Jahre Star Wars, war ernst gemeint, war echt ernst gemeint.